Inschonews mit R&V, Hypoport, Swiss Re, Lebenserwartung, Schadenbilanzen und Risikobewertung. Christina Krewert wird zum 1. September Head of Public Affairs bei R&V, um die politischen Interessen in Berlin, Brüssel und den Bundesländern zu stärken. Corify, Hypoport-Tochter, entwickelt digitalen Marktplatz für Industrieversicherungen, um Transparenz und Beratungsqualität zu erhöhen. Digitalisierung und Risikomanagement steht im Fokus. Der Klimawandel treibt Naturkatastrophen und erhöht den Druck auf Versicherer. Swiss Re setzt jetzt auf künstliche Intelligenz, um Katastrophen besser vorherzusehen und Kosten zu minimieren. Deutschlands Lebenserwartung sank 2022 erneut. Seit 2019 um über ein halbes Jahr. Männer leben durchschnittlich 78,1, Frauen 82,8 Jahre. Unter den Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern hat Berlin den höchsten Kfz-Haftpflicht- und Vollkasko-Schadenindex. Rostock und Erlangen stehen am besten da. In der Teilkasko führt Ulm, gefolgt von Berlin. Die Risikobewertung für Versicherer teilt die BaFin nun individuell, um die Aufsicht transparenter und interaktiver zu gestalten. Unternehmen dürfen die Ergebnisse nicht öffentlich nutzen.